Bill first came into the spotlight with their debut album, No More Wars, in 2007. And since then, their reputation has spread far beyond the borders of their hometown, Berlin. It's their live show in particular that's made the three East Berliners so popular. Sound-wise, it's difficult to pinpoint BODI BILL, who find themselves wavering somewhere between electronica, techno, indie, and folk. Having made it to their third album, the trio continue to tour their way around the globe, but Berlin is, and still remains, their home base. Alex, warum waren wir heute im Tierpark? Ich war überrascht, da müssen wir Anton vielleicht eher fragen, aber ich glaube, wir mögen immer mal gerne aus der Stadt rausfahren, oder Anton? Tierpark im Winter ist man ja ganz selten und es ist wunderschön da eigentlich. Er ist auch wahrscheinlich einer der seltenen Orte, der sich nicht so krass verändert hat in Berlin, wie Potsdamer Platz zum Beispiel. Hier ist so tropisch, ne? Wo man so durchläuft und man unten liegen die Krokodile rum und so. Das sollten wir dann zum Schluss machen. Krokodile. Ja, genau. Das sind denn Affen, das ist ganz cool. Affenhaus. Affenhaus, super, genau. Where are you from? And nature virtual networks staring at your screen. Take a picture and post your tears, wasting all your time, waiting for something never happens. Now it's time to think about all your aims, no more distractions. Immer total erstaunt, wenn jemand sowas sagt, von wegen, ihr seid ein Hype. Weil für mich wird ein Hype immer durch eine Künstlichkeit erzeugt, durch eine große Firma, die viel Geld in die Hand nimmt und eine Sache größer verkauft, als sie ist. Oder größer verkauft, als sie erst sein kann, weil es die Leute gerade erst mal 2 Monate gibt und die erst 5 Songs gemacht haben, aber schon ein Image und einen Namen und ein Album und eine Tour zusammengebucht bekommen haben. Und das war für mich immer Hype. Das kann man bei uns halt nicht sagen, weil wir ja über 5 Jahre ganz klein angefangen haben und auf Indie-Labels veröffentlichen. Und die Leute mögen uns ja, wenn sie uns mögen, nicht, weil wir von jemand in Geld bekommen haben und in jeder Zeitschrift mit unseren Visagen auftauchen, sondern weil die beim Live-Konzert waren, uns gesehen haben und uns gut gefunden haben, glaube ich. Dazu kann man nicht Hype sagen, sondern eher Beliebtheit oder ich weiß nicht. Gibt es da ein deutsches Wort dafür? Oder Anisacht oder was? Ich weiß es nicht. Habe mich ehrlich gesagt auch eine Zeit lang gewundert, dass so viele Leute dachten, dass wir eine Hipster-Band sind, weil das, womit wir, glaube ich, also schon womit ich am wenigsten anfangen kann, jetzt gerade nur für mich reden, ist halt etwas Aufgesetztes, was irgendwie etwas darstellen soll, was es nicht ist. So. Und ich glaube, am Anfang hatte man so ein bisschen das Gefühl, ach, das sind so eine Typen, die nach Mitte gekommen sind, sich ein paar schicke Klamotten angezogen haben, eine Bassdrum haben laufen lassen und dazu jetzt auch noch singen. So, und das ist aber bei uns eigentlich, das ist gar nicht das Ausgangsmilieu ist, ja. Das haben viele erst, glaube ich, später entdeckt. Haben wir es nicht ganz so einfach. Ich glaube, wir sind auch gar nicht so richtig greifbar, weil wir ständig jedes Jahr uns irgendwie anders anziehen und auch unsere Fotos, mit denen wir präsentiert werden, sind auch mal, ich würde mal sagen, auch ungewöhnlich, finde ich. Für mich ist es ganz wichtig, oder ich mache den ganzen Quatsch mit, weil ich auch wichtig finde, dass man sich und die Musik nicht so ernst nimmt. Ich habe schon das Gefühl, dass die Leute, also die können drüber lachen, glaube ich. Und ich finde es auch gut, weil im Schulterschluss muss ich mir nicht vorwerfen, dass ich denen irgendwas aufdrücken wollte. Von wegen, hier, nimmt immer ernst, ich bin Künstler und krasser Musiker. Sondern das ist doch Fasching, ja. Also das war es früher, das ist heute auch wieder. Das ist halt Entertainment. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich würde mich gerne nicht so hinstellen wie Beethoven, der wirklich was drauf hatte.
und so tun, als ob ich hier die weißhaarigen Löffel gefressen habe. Das haben wirklich die allerwenigsten heutzutage und ich gehöre da leider nicht dazu. Aber wir machen trotzdem Musik und das will ich da irgendwie verstanden wissen. Also ich will nur noch anmerken, also ich gehe da total mit. Wir sind wirklich nicht Beethoven und so. Aber trotzdem sind wir ja auch zu echten Gefühlen in der Lage und uns bedeutet auch das, was wir machen, was. Deshalb ist es immer sehr zweischneidig. Also ich meine, wir sind tatsächlich sehr melancholisch, tatsächlich sehr glücklich, sehr überschwänglich, anstrengend, ätzend. Das kommt halt alles vor. With you there's no sand in these hourglasses. Just palpitation, splendor and sweet caresses. With you there's no sand in these hourglasses. Just palpitation, splendor and sweet caresses. Ich hab das Gefühl, dass dass wir dieses Jahr so zum ersten Mal so von den Indie-Leuten und von den Techno-Leuten mehr so ein positives Feedback bekommen haben. Davor wurde das immer so ein bisschen naserümpfend betrachtet, als würden wir denen so auf den Schlips treten. Und ich glaube, das war nie unser Wunsch. Also so, wir haben keine krasse Library für Indie oder Techno. Das geben wir auch ehrlich zu. Ja? Also wir wissen, keine Ahnung, Detroit und Co. Oder hast du nicht gesehen, Blur und so. Sondern wir sind einfach wir und ich habe großen Respekt vor Leuten, also mehr vor Techno, bin ich auch ehrlich, diese ganzen Traditionen und ich fände es schade, wenn man uns dann immer so als jemand betrachten würde, der da gerne irgendwie mitmischen will, aber eigentlich keine Ahnung hat. So, da hatte ich echt immer so in den letzten Jahren so das Gefühl, dass man da so, die Typen, die sollen mal zur Seite gehen. Und das hat mich echt viel mehr gestört als irgendwas mit Hype und Hipster, weil... Das kann niemand sagen, wie er will. Aber wenn es um Musik geht, dann wird es irgendwie emotional. Und dann bedeutet mir das persönlich tausendmal mehr, als wenn die über meine Haare reden. Oder so. Why would she be running from me? With clouds coming after us. I only got silver smoke to fight back her. Sleeping cashing sheep. Why would she be running from me? With clouds coming after us. Bei uns den Weg vom klassischen Songwriting im Sinne von man singt zur Gitarre oder zum Klavier und hat so eine Songidee und gibt ja dann ein Gewand später, aber es gibt auch genau den anderen Weg, dass Stücke über eine Soundentdeckung oder so funktionieren und ich glaube, das Hybrid ist eigentlich das, was wozwischen wir uns immer bewegen, so. Und also da, wo wir jetzt angefangen haben als Band, ich glaube, da ging es auch echt eher um so Soundzeugs, ne? Also es war so die Interesse für so Samples und Kram. Jetzt ist es halt Interesse vielleicht für Synthesizer oder so oder rhythmische Figuren und so. Ich glaube nicht, dass wir so die klassischen Songwriter-Typen sind. Das ist immer mal wieder total eine super gute Entspannung, muss ich ehrlich sagen. Und es ist auch total nötig. Aber gleichzeitig, ich glaube, das, was am Ende in der Band landet, das ist immer echt beides, auf jeden Fall. Songwriting und Tracks einfach produzieren. Und, aber ey, wir müssen uns nichts vormachen, wir sind keine Techno-Produzenten oder so. Da liegen nicht unsere Stärken einfach. Es ist einfach eher so, ich weiß nicht, alles Mögliche. Oder? Kauderwelsch. A brand new carpet to put things upon. Like wishes and notes and Burberry clothes. Shivering bodies, troubled and fiery red, and twinkling toes, dancing in their sleep, dancing in their sleep. Ich glaube, wir versuchen schon, dass wir uns von Album zu Album weiterentwickeln. Da geht es ja nicht um besser oder schlechter, sondern das ist einfach so diese Neugierde. So. Und dann, ja, ich glaube, wir sind ja auch interessiert an allen möglichen Einflüssen. So musikalisch und sind ja jetzt nicht so die klassischen so Abarbeiter, die so minimalistisch immer ihren Sound fahren und so. Da kann man uns vielleicht auch für kritisieren, sondern ich glaube, wir interessieren uns schon dafür, auf unsere Einflüsse einzugehen und daraus unseren Text zu machen, sag ich mal.
Oder? Ja, ich glaube auch, dass bei uns Veränderung eigentlich ein großer Bestandteil ist, weil wir recht offenporig auch Musik betrachten. Also es gibt ganz viel, was uns beeinflusst und was wir filtern und wodurch automatisch Veränderung passiert, glaube ich. Also eigentlich ist Musik machen auch so ein kleiner evolutionärer Schritt oder so in so einer Mikrozelle. Sunday streets, we got so much love. It's quite impossible to break our very foolish hearts. I've been waving to my girl from a land afar. It must have been a puzzling sight, for she's been traveling to a star. Neu im Zusammenhang mit Musik ist natürlich eher ein Wunschgedanke so, aber ja, also was anders machen und so, das sollte schon, glaube ich, auch ist einfach eine Antriebsfeder, glaube ich, für jeden, der Musik macht. Also, okay, das sage ich jetzt mal so. Richtig. Ich glaube, es ergibt sich auch ganz von selbst, indem du jedes Jahr neue Produktionsmittel oder neue Umgebungen wählst, weil du das Alte schon irgendwie für dich abgelutscht und abgewirtschaftet hast. Sei es nun andere Instrumente, andere Räumlichkeiten, andere Mitmusiker, wenn du das überhaupt schon zulässt und dich nicht immer wieder auf den sicheren Weg begibst, hier, das hat letztes Mal schon funktioniert, mache ich wieder, dann machst du ganz automatisch einen Progress, also eine Weiterentwicklung. Und ich glaube, da gibt es Unterschiede zwischen Leuten. Manche mögen das, manche haben eher Angst davor. Und bei uns ist es ganz natürlich, glaube ich. 1, 2, 3, 4 All animals want us to, they want me and you to depart. So hold me, tell me in your spare time. Ich glaube, finanziell darf man sich da nicht so anketten. Also, weil, wenn man sich finanziell davon abhängig machen würde, was man machen müsste, um zu überleben, was soll dann am Ende für Musik rauskommen? Also, es ist einfach, wir wollen ja schon davon leben, aber gleichzeitig auch für uns selber zumindest das Gefühl haben, wir bewegen auch was. Ist mir jetzt auch egal, ob für 500 Leute, aber ich würde es total geil finden, in 5 Jahren immer noch mal von irgendeinem verrückt gewordenen Fan angesprochen zu werden und echt ein tiefschürfendes Gespräch zu führen. Viel lieber als, sind die Spacken von BODI BILL, Alter, was machen die? Und dann dickes Auto zu haben oder so. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, aus seinem Sumpf, in dem man sich jeden Tag bewegt, also aus dem Kontext rauszutreten und auch wirklich, lass es andere Musik sein, lass es mit anderen Leuten arbeiten sein, aber auch vielleicht ganz andere Dinge. Du musst die machen, damit du für deine musikalischen Ideen wieder Nährboden findest. Ja, im Grunde suchen wir eigentlich die ganze Zeit unseren Platz in der Welt, wa? Immer wieder neu. Wolf has a friend, his friend is a wolf, and they live behind your eyes. I can see their jaws, I can see their jaws when you smile.